Hallihallo, hier ist wieder mal eure Heißluftfee. Und heute ist es herrlich warm draußen und es soll was Schnelles geben. Und ein Salat ist geplant. Und dazu habe ich mir überlegt, zeige ich euch heute einmal ganz schnell, wie wir Chicken Wings vom Discounter machen. Ist jetzt nichts Schwieriges. Tüte auf, rein, eingestellt und rausgeholt. Diese Tüte ist jetzt von Edeka. Das sind Chicken Wings 750 Gramm. Und die machen wir in die große Princess XXL. Aufgeschnitten habe ich sie schon. Dann machen wir sie hier tiefgefroren rein, ganz wichtig. Und ich würde die XXL jetzt einstellen auf 200 Grad. Naja, 20 Minuten vielleicht. Erstmal. Wir können ja mal gucken. Wir gucken zwischendurch dann mal rein. Ich erkläre da jetzt noch mal ein bisschen was dazu. Ihr seht hier den Ventilator blinken. Das bedeutet, dass er jetzt aufheizt. Es erwärmt sich in dem Garraum. Und die 20 Minuten laufen auch noch nicht runter. Das sind jetzt 200 Grad und gleich kommen die 20 Minuten. Sondern wenn der Ventilator stillsteht und nur noch rot leuchtet, oder aus ist, ich muss jetzt gleich mal gucken. Auf jeden Fall, wenn es nicht mehr blinkt, dann fängt die Zeit an runterzuzählen. Deshalb kann es auch mal ganz gut sein, wenn einer irgendwo was mit 20 Minuten schreibt, 25 Minuten schreibt, dass es gut weniger sein kann von der Zeit. Denn manche Geräte, bei denen läuft die Zeit sofort runter und dann wird die Aufwärmzeit schon mitgezählt von der Zeit her. Ja, ich denke mal, so nach 10 Minuten gucken wir mal zusammen rein. Schüttel ich auch einmal ordentlich durch. Und in der Zeit kann man jetzt wunderbar einen Salat fertig machen. Ihr Lieben, dann bis gleich. So, ihr Lieben, ich habe euch eben noch mal kurz dazu geholt, weil es sind jetzt nur noch 16 Minuten. Und ich wollte euch nur mal zeigen, jetzt springt es gerade wieder an. Wenn der Ventilator ausgeht, dann leuchtet er nicht mehr, aber man sieht ihn noch in einem Weiß. Nicht mehr blinkend, aber man sieht den Ventilator noch und dann sind 200 Grad in dem Garraum erreicht. Man sieht wie eben, es springt aber immer wieder an, weil natürlich die Hitze auch verloren geht, die Temperatur. Es duftet schon sehr stark und ich höre es da drin auch schon knuspern. Ich würde gern jetzt nach 4 Minuten ruhig schon mal mit euch einmal reinschauen. Denn ich habe das Gefühl, das könnten wir verkürzen. Nach 4 Minuten, guckt euch das an. Ich möchte das jetzt gerne auf 180 Grad von der Temperatur ein bisschen zurücknehmen. Drehen wir das hier alles mal und wirbeln das ein wenig durcheinander. 15 Minuten, ich würde es gerne auf 10 Minuten auch verkürzen. Jetzt noch 10 Minuten und ich würde gerne 180 Grad, ich denke, das reicht. Wie ihr seht, ist jetzt der Ventilator nicht mehr blinkend und weiß, also 180 Grad sind im Garraum erreicht und ich denke, das müsste reichen. Aber wir gucken noch mal rein. Ich hole euch gleich noch mal wieder dazu. Jetzt sind die letzten 2 Minuten angebrochen und ich werde sie noch einmal ein bisschen durchschütteln. Das sieht gut aus, finde ich. Und nochmal die letzten 2 Minuten rein. Ja, was ihr hier seht, viele kennen es schon, das ist unser guter Lacroix-Stäuber. Da kann man etwas Paniertes oder selbstgemachte Pommes ganz fein mit einsprühen. Ich zeige auch einmal, wie er funktioniert. Also man pumpt das immer,
die Luft hier rein, damit ein Druck entsteht. Und dann ist hier selbstgefülltes Öl drin. Da könnt ihr euch aussuchen, welches. Und es gibt einen ganz, ganz feinen Sprühstoß. Der ist super. Also ich habe bisher jetzt noch keinen besseren gefunden. Der ist von Lacor. Ich mache die Verlinkung unter dem Video. Wenn ihr unter dem Video ein Pfeilchen aufklickt nach unten, da steht dann das Rezept oft drin. Hier braucht es jetzt kein Rezept, das ist ja Tüte auf, reingekippt, das geht ja ganz fix. Aber ich verlinke euch gerne Produkte, die ich benutze. Dann müsst ihr die nicht kaufen, ist ja ganz klar. Aber vielleicht habt ihr Interesse und wisst nicht, wo ihr es herbekommt. Das gehört zu unserem tollen Zubehör, zur XXL Princess. Da ist so ein Schnappi dabei, da haben wir ein Krokodil dabei, ein Topf, wir haben Spieße bei. Und das ist ein ganz, ganz tolles Zubehör, was ich von Amazon bestellt habe. Und damit kann man sehr schön die heißen, das heiße gar gut rausnehmen. Ne? Verlinke ich euch auch gerne darunter. Die kleine Princess XL ist gerade noch im Wohnwagen, weil wir auch im Urlaub waren. Hier hat es jetzt aufgehört. Es wird jetzt gleich einen schrillen Piepston geben, der dann auf dem Campingplatz auch echt die Menschen begeistert. Also ich finde es auf dem Campingplatz echt unangenehm. Wenn es oftmals ja auch in der Mittagszeit, dass man sich eine Kleinigkeit in die Princess reinlegt. Und das ist schon ein dolles Gepiepe im Vorzelt dann. Jo, wir haben es fertig und dann tun wir das jetzt gleich auf. Oh, das sieht doch wirklich super aus. Guck doch mal. Und dann lassen wir es uns schmecken. Aber ich koste es natürlich gleich erstmal und hole euch gleich wieder dazu. Hier habe ich jetzt ein Chicken Wings rausgeholt und auf einen kleinen Teller gelegt und auch schon einmal leicht angeschnitten, denn es ist ja sehr, 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 sehr heiß, wie man sich gut vorstellen kann. Und das wird jetzt gleich getestet. Hier sind noch die restlichen drin, aber ich wollte euch das nochmal... Es ist wirklich knackig außen. Schön knackig und innen saftig, wie ihr sehen könnt. Halt. Sehr lecker. Knusprig außen und saftig zart innen. Ihr Lieben. Ich schreibe euch die Zeiten nochmal unten drunter, denn wir haben ja kurz verkürzt. Es blieb ja nicht bei den 20 Minuten. Und auch verlinke ich euch gerne das Zubehör und den Lacoursprayer. Ich gucke mal, was ich noch habe, was ich noch verlinken kann. Wenn es euch interessiert, klickt es an, guckt es euch an, ob ihr das braucht. Man braucht es nicht immer, aber manchmal ist es ganz wertvoll. Ich wünsche euch einen tollen Tag, viel Spaß beim Nachmachen. Und bis zum nächsten Video. Eure Heißluftfee.